Hallöchen, Hallöchen zusammen. So, gestern haben wir das Deadlock-Protokoll angefangen. Heute machen wir weiter. Als nächstes müssen wir hier für die Xoris die Teile organisieren. Und das machen wir mal. Die anderen beiden Herrschaften hier, ich verrate keine Namen, Axa und Mutato. Ja. Geht's dir gut? Die haben es schon fertig. Die sind schon durchgewascht. Wir gucken mal. Aber das finde ich immer ganz gut, weil wenn ich denn anfangen muss zu denken, dann kann ich mein Gehirn abschalten und rufe einfach Hilfe. Was muss ich da machen? Nein, also bisher war es ja easy. Tresore, stimmt. Oh, die werden mir sogar noch angezeigt. Ach, stimmt, das war ja... Oh. Jetzt verstehe ich, was Axa meinte vorhin. Ist doch hier wieder schleichen, ne? Ein bisschen. Ja, vielleicht das letzte Mal gemacht. Ist doch schon. Die sind richtig einfach. Locker einen Monat her. Gefühlt. Hat er mich. Ne, genullt. Ich wollte schon sagen. So. Wo ist der erste? Ah, erstmal noch. Haben wir Platz hier? Dann müssen wir schon den Arm ausschalten. Aha. Schon mal Nullefeier. Das kenne ich doch noch her. Au. Hey, jetzt sterbe ich noch oder was? Alter. Warum machst du denn sowas? Weil ich Strom abgekriegt habe. Okay. Ist das nicht so einfach? Jo. Soros Griff. Okay. Sehr schön. Some doors ought to remain closed. That's not in my worldview. Fire, fusion, void. Progress always comes entangled with risk, with violence. With the precious sample obtained, development is accelerating. The Entropy have kept their secrets long enough. Also A muss ich sagen, war wirklich sehr einfach. Halt B. Kommt irgendwer? Ah, okay. Das kenne ich ja. Sind die auch fertig?
and Echo. Exposed to precept circuits, we are able to imprint behaviors, like an infant mirroring her surrogate. Only this infant can set the world on fire. Doch nicht. Hoppala. Gestupst. Warum? Komm ich da einfach durch? Ich bin mir nicht sicher. Konnte ich mit dem Voidsprung da durch diese Alarmdinger? Wenn du unsichtbar bist, sollte es eigentlich durch die Laserschranken durchkommen, ja? Nö, hat nicht geklappt. Hast du echt diesen Sprung gemacht, oder bist du durchgelaufen? Nein! Nein! Ja. Oh, ich blöd, Mann! Arsch! Oh, ich hab's verkackt. Das schaff ich nicht mehr. Du hast einen Weg hier. Da bin ich auch selber schuld. Mensch, nice. Jetzt komme ich in Hektik. Da ist es. Sehr schön. Wo ich den Alarm ausgelöst hatte, hätte ich direkt in meinen Warframe zurück. Dann wäre ich nämlich an Ort und Stelle geblieben. Ja. Ich versuche aber die Tür zu knacken, dabei wurde ich beschossen und ist mein Operator natürlich hops gegangen und dann war ich wieder am Anfang. Muss ich da erstmal hinrennen. Aber ich war jetzt mal kurz spannend. Und wie es immer so ist, dann wirst du unruhig und dann kriegst du die einfachsten Hacks plötzlich nicht mehr hin. So. Haha. Ist haft. Sehr schön, dann kann ich ja Xoris jetzt bauen. 30 Sekunden Bauzeit, das wissen Sie noch. Und dann geht's wahrscheinlich wieder zurück. Thanks for the fast work, Biz. Sparky, listen up. Biz's findings indicate Parvus might be close to translating himself from that reality into our own.
We're not exactly sure how, but we're getting some odd readings. You've got to build the Zoris before Parvus gets free. Oh, hab ich gebaut. Ich gebaut. 15 Sekunden, dann ist gleich fertig. So, dann sind wir wieder auf dem gleichen Stand, ja. Genau. Oh, und baue ich jetzt auch mal. Wo ist denn das Gerät? Skure Gleifwaffe der Korpus. Da. A weapon. Glaive class, but with an energy trap. Spectre particles, maybe. Has a mid-flight detonation trigger. Tricky, but I'm sure you'll get the hang of it. Gear up and let's go. Ausrüstung und dann los. Was ist das, eine Nahkampfwaffe? Ja. Ja. Eine Glaive, eine Wurfwaffe. Aha. Lange gedrückt halten, kannst du schmeißen. Nutze die Xoris, um die gefangenen Solaris im Granum Void zu befreien. Na, dann werde ich das mal tun. Nehmen wir mal rein hier. Da muss ich jetzt ja erstmal eine Granumkrone farmen wahrscheinlich. Mal gucken. Ja, fangen den Kamera. Machen wir. You're too late! The tributes are jammed open and the old man's errant specters are. Das ist nicht meine Haltung dafür. They're spreading through the fleet. I have no choice. If I can't have my fleet, no one can. Was labert der? Achso, deswegen war der gesperrt, damit ich mir erstmal anhöre, was er so zu sagen hat. Ja. Ich werde mich hier nochmal sehen. I can't do this. But don't worry, I'm already in a very comfortable, safe distance. Yuki, the fleet's going to blow. And Welder, wieder alles abgesperrt, ja. It's a time prison, right? Sparky, if you can get back inside before the reactor tilts, you'd theoretically have all the time in the world. Ach, die sind ja wieder da. Die kleinen fliegenden Handpuppen. falsche Etage. Früher funken, ich kann das Funken mal riechen. Gerade heute. Hey, das verstehe ich nicht. So, ja. Jetzt ist er ausgefallen alles. Und bei uns ist das ja nicht so gang und gäbe. Deswegen braucht ich einen kurzen Moment. Achso. Aber ihr könnt mir gerne eine Nachricht schicken, wenn Weihnachten ist, damit ich die nicht verpasse. Ja. Jetzt fällt alles aus. Spiele rund des Martins. So, ich bin eigentlich gegen ihn hier. Ja, ja, du kannst ihn irgendwie klar machen. Das ist ja trotzdem. So, was? Ausbluten in einer Minute? Wo sind die? Guti, warum machst du so weit? Das ist ja nett. X-Men. Okay.
hoffentlich auch können. So, wieder nur eine normale. Flup. Oh, daneben gesprungen. Das ist jetzt bescheiden. Biss. I don't think they made it. Wo bist du denn daneben gesprungen? Bei der Brücke. Brücken sind doch sehr schmal. Passiert mir ungefähr. Neff's whole fleet is overloading. Huge energy spike. Schalte Protea aus. Ja, bin ich dabei. Nice. There are ring jockeys. They're trapped in some kind of energy enclosure. You'll need to charge the Zorus to break it open. Risk comes from not knowing what you are doing. There's no stopping this without stopping Protea. A bit like eating your own, no? Here they come. Take out the errands, then use the Zorus to trap the Spectre particles that escape. You have to time it just right. Aha. Was sind denn hier noch? Freiwilliger Solaris, ihr rettet Müll. Wie denn? Wie rette ich denn die? Du musst mit dem schweren Angriff deine Waffe aufladen. Steht ja da, was ich machen soll. Das macht's. Genau. So, mittlere Maustaste drücken für einen schweren Angriff. Du musst erst aufladen mit diesen Phantomen. Hä? Wie mit diesen Phantomen? Mit der rumfliegen und dich jagen. Ach, die soll ich mit diesen komischen Teilen. Genau. Deswegen liebe ich deutsche Spiele. Hat er das gesagt, ja? Mhm. Naja, das kann ich ja schlecht mitkriegen. Nee, ist nicht gerettet. Ja. Jetzt verstehe ich, was die meinten mit nervig. Nee, es wird noch besser. Naja, ich hab ja Energie, ich krieg das mehr Zeit. So. Und woran sehe ich, ob das Ding voll ist? Drei leuchtende Punkte neben dem Fadenkreuz. Ah! Wie soll man denn sowas wissen? Nach 500 Stunden! Ich weiß es nicht. Ist mir komplett neu. Okay, das geht gar nicht. Warte mal. Ich muss mal hier meine Ehrenhaut wieder aktivieren. Also rechts neben meinem Fahnenkreuz, ja? Ja. Bleibt bei einem. Jetzt habe ich zwei. Okay. So lange dauert das. Ja, da werde ich wohl noch ein paar Mal Energie stellen müssen. Ach, herrje. Na, das kann ja dauern. Das ist ja echt nervig. Jetzt zeigen sie gar nicht mehr an. Jetzt zeigen sie doch mehr. So, wirf Xoris und drücke. Aha. Hä? Ja, du musst sie werfen und bevor das. Also, wenn du das wieder Xoris über dem Ziel bist, drückst du nochmal mittlere Maustaste. Nein, ich mach nicht Alter 4. Nein, mach ich das nicht. Und so lädst du erst auf mit Phantom. So, bis er halt orange ist. Oh, das ist ja noch geil, Alter.
Naja, jetzt neue Spielmechanik. Die ist ja noch gar nicht für mich hier. Aber gut. Moment, der lädt sich gerade nicht auf. Hä? Das geht mir jetzt gerade nicht in den Schädel. Oh, Matze, sei geduldig. Ich könnte jetzt auch sagen, du musst ihn treffen. Anscheinend, ja. Oh, schon wieder voll. Das Ding geht schneller. So. Wo? Das haben sie aber echt kompliziert gemacht hier. Wenn ich ein bisschen weiter weg bin, kann ich das. Boom! Sehr schön! Ach, jetzt sind sie nicht mehr Level 10, jetzt ist Level 60. Ah. Oh, dafür ist er auch schon wieder voll. Ah, cool. Also höheres Level von den Dingern und das sieht alles viel cooler. Nun. So, kann ich jetzt wieder mit richtigen Waffen spielen? By now your friends have noticed that the overloading void engines are preventing the exits you opened for my captives from closing. Well done and goodbye. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Ich glaube jetzt kriege ich... Ja. Alter, die sich hier aufladen, das ist ja... Achso, muss ich den viermal machen, alles klar. Das Wort kenne ich ja. Boah, die erstmal zu treffen, das ist ja mein Loot hier in Ruhe. Wow. Bitte? Achso, da bricht vollgeladener Schuss mit der Xoris, könnte klappen. Aha. Da muss ich jetzt mal wieder eine vollladen hier. Ah, okay. So, und wenn ich die jetzt so wechsle. Jetzt mal die wieder. Alles klar. Also, die Xoris muss dann nochmal geladen sein für Protea. So, war hier nicht irgendwas? Hat das jetzt geklappt? Ja, ja. Okay. Oh, dann mal immer wieder hier. Hier so ein Teer fliegen. Wo denn jetzt? Wie denn jetzt? Ach je, oh, hier mal wieder aufladen. That's it. The cycle's degrading. Ja, beruhig dich mal, Madame. Ich muss ja mal aufladen. Und mal Akku laden. Akku leer. So, das ist super. Ich war nicht so stressig. Aha, und...
okay. Es lädt nichts mehr auf. Das heißt, das ist mein Fenster. Ja, genau, das dachte ich mir. Geht ja gar nicht. Geht nicht? Mist. Ja, jetzt sammelt die sich wieder auf und hat sich wieder aufgeladen. Ich krieg die nicht mehr aufgeladen, Dixorus. Ach, jetzt. Ah. Die wollte wahrscheinlich ja. Ja. Hallo? Aha. Also jetzt beim letzten Mal ist das echt schwer aufzuladen. Bleib mal stehen, ja, bleib stehen. Komm, bleib mal stehen. Mache ich jetzt gerade irgendeinen Mist hier. Krieg ich nicht mehr voll. Also ich empfehle hier mit der normalen Waffe, die erstmal zu zerschießen und dann aufladen. Hä? Wie soll das gehen, wenn sie weg sind? Na, die Wächter kommen doch mal wieder, oder diese Phantome? Naja, ich brauche die doch, um die aufzuladen. Warum wollte ich die abschießen? Na, damit du die Seelen kriegst. Und die haben zwei Health-Balken oder Lebensbalken. Spur ist weg. Wo ist mein Vater? That temporal effect again. Jetzt bin ich and dein Vater. Yes, there are your sensory feeds, just like last time. So, the Zoras worked. In a battle that never happened. Or did it? I have a headache. Our people are cooling in, Sparky. Okay, Tonight, Lord Fortuna will be singing a verse in your honor. Aber ja, im Nachhinein jetzt verstehe ich's. Ach, haben die das hier wieder gesperrt? Die versuchen einem das aber auch echt malig zu machen, das Spiel. Da nehmen die Entwickler sich richtig Mühe. Nein, das Spiel ist trotzdem toll. Wird doch toll. Da können sie machen, was sie wollen. Ja, ich sagen wollte, Mutado, du hast recht. Das habe ich so ja nicht befolgen, dass ich die erstmal platt machen muss. Ich habe die zu lange ihr die Schaden nehmen. Ja, ich habe mit Axore selber nur drauf. Aber ja. Das hat halt bis zur letzten Phase von Protea hat das ganz gut funktioniert, so wie ich es gemacht habe. Gib ich dir recht, ja. Hab ja. Ich auch gleich. Dann dachte mir so, hä, weil du gesagt hast, Level 60. Oh, brauchst du aber jetzt lange. Dann ist er halt zerschossen und dann die Seelen aufgesammelt. Dann habe ich wahrscheinlich durch Zufall. Weil ich hatte auch, wo die schon 60 waren, einmal drauf und plötzlich war das Ding vollgeladen. Ah, okay. Fand ich super, aber das war anscheinend Zufall. Glück. Aber, geschafft. Oh je. Alles andere ist irrelevant. Quest abgeschlossen, das Deadlock-Protokoll. Easy peasy, dann hat es ja insgesamt eine Stunde gedauert. Yeah. Die ganze Questreihe. Protea-Blaupause. Ja, jetzt können wir ja dann in Granum Void und können Protea-Zeugs farmen. Und es gibt ja noch irgendeine Waffe, die es nur da gibt. Deswegen wollte ich das eigentlich machen.
Weil ich ja so nach und nach alle Waffen haben will. Das ist Dixoris. Wie bitte? Das ist Dixoris. Naja, die war aber nicht im Markt. Glaube ich nicht im Markt. Wird die im Markt angezeigt? Ich denke nicht. Okay. Ich glaube nicht. Weil die haben wir ja jetzt geschenkt bekommen. Hm. Ja, also ich glaube nicht, dass die im Markt angezeigt wird. Also ich weiß es nicht, kann auch sein. So, das ist immer schick. Protea, Blaupause haben wir. Gut, ich könnte jetzt mal gucken. Nicht im Meister, genau. Ne, Xoros gibt's nicht. Die wird nicht angezeigt. Das ist irgendeine andere Waffe gewesen. Aber ich habe jetzt eine Nachricht gekriegt. The system shall change. Ach, er erzählt wieder ein bisschen was. Dann lass mal erzählen. Imposed ideals, hand-me-down hopes. No, we are better than that. Corpus shall know a violent restructuring, but with time enough to face the impending threat from Tau with renewed and absolute vigor. Or not. Perhaps the rot is too deep. Perhaps the father should abandon his children. Perhaps it is time for a new philosophy. Paulus Granum. Life's just a bargain like any other. Yours is no different. Would you like a seat at my new table? Perhaps with your masked friends alongside? The business, was it? A curious name. And Utico, of course. All people who know what they want. I know what they want. But what about you? Tell me, friend, what is it you desire? Was begehrst du? Na, auf jeden Fall nicht die Fotora-Szene. Fühl mich verarscht. Krieg ich eine Fotora-Szene für ein Granum-Void. Aber da haben sie wieder was Simples. Ich hätte mir wirklich gewünscht einen Fotomodus für das Spiel. Ja? Dass ich auch in den Maps einfach so mal schön, aber nee, gibt's nicht. Da gibt's hier so ein Fotora-Szenen-Gedöns-Dings. Ja, da hast du ja verschiedene also Schauplätze. Ja, ja, aber das ist ja alles gestellt. Ich möchte ja im Kampf schöne Bilder machen. Ja, und von den Gebieten, wo ich auch wirklich gerade kämpfe und nicht irgendwelche aus Pappmaché erstellten Theater-Hintergründe. Also Fotora-Szenen. Was ist denn da los? Ich bin doch hier kein Bühnenbildner. Alles gut. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen anders als in anderen Spielen. Muss nicht immer gut sein. Aber wir haben das jetzt geschafft. So, das ist schon mal schön. Fotora werden wir... Fotora. Ah, jetzt siehst du, geht schon los mit mir. Geht schon los. Protea, genau. Den Proteinriegel, den holen wir uns auch noch. Und... Tja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Wir sind ja fertig. Also Leute, bis dann. Ciao. Tschüss.